Der oberste US-Virologe Anthony Fauci wehrt sich in der Corona-Krise abermals gegen Kritik von Präsident Donald Trump. Egal was geschehe, er werde seinem Job weiter nachgehen, sagte Fauci am 28. Juli in der Sendung Good Morning America des TV-Senders ABC. Sein gesamtes berufliches Leben sei er darauf vorbereitet worden, in einer Krise wie einer Epidemie und Pandemie zu arbeiten. Trump hatte immer wieder gegen den Virologen geschossen und dessen Reaktion in der Pandemie kritisiert. Jüngst am 27. Juli retweetete Trump nach einem Besuch in einem Forschungsinstitut einen Beitrag, in dem Fauci beschuldigt wurde, die Öffentlichkeit über den Wirkstoff Hydroxychloroquin in die Irre geführt zu haben. Das Mittel wird im Kampf gegen Malaria verwendet. Und einige Personen, wie etwa Trump, haben ohne Belege gesagt, es könne auch bei der Behandlung des Coronavirus wirken. Mehrere Studien haben allerdings gezeigt, dass es in dem Fall nicht wirkt. Direkt auf den Vorwurf angesprochen, sagte Fauci, er habe die Öffentlichkeit unter keinen Umständen in die Irre geführt. Er sehe es wie die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel. Klinische Versuche mit Hydroxychloroquin hätten mehrheitlich nahegelegt, dass das Mittel bei Coronavirus-Infektionen nicht wirksam sei.